Was soll man machen, wenn man abends duscht und dann so etwas auf seiner Haut entdeckt? Also eine Rötung und mitten in der Rötung steckt eine fette Zecke. Zecken können Erkrankungen übertragen, beispielsweise die Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, das ist eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute. Gegen diese Viruserkrankung kann man sich Gott sei Dank impfen lassen. Und jeder, der sich in den sogenannten Endemiegebieten aufhält, das sind bestimmte Zonen, beispielsweise von Baden-Württemberg, Bayern, aber auch Österreich, sollte sich impfen lassen, damit er einen Schutz gegen diese Erkrankung hat. Nicht impfen kann man sich leider gegen die Borreliose, das ist eine bakterielle Erkrankung. Zum Thema Borreliose habe ich ein ausführliches Video gedreht. Ich poste Ihnen hier im Abspann den Link dazu. Trotzdem schon mal vorab die Info, wenn man eine Borreliose frühzeitig erkennt, dann kann man sie auch sehr einfach heilen. Borreliose zeigt sich mit so einer Wanderröte, also eine Rötung, die sich um diesen Zeckenstich entwickelt. Ganz wichtig ist, dass man Zecken, sobald man sie erkennt, frühzeitig entfernt. Und hier gibt es ein paar ganz passende Geräte, die man einsetzen kann. Mein Favorit ist hier diese sogenannte Zeckenzange. Sieht aus wie ein Kuli. Wenn man hier hinten drauf drückt, dann öffnen sich diese Arme. Und ganz wichtig ist, dass man die Zecke direkt über der Haut greift, also nicht am Körper oder oberhalb des Kopfes. Denn sonst kann es sein, dass man den Kopf abreißt und dann müsste man den Kopf separat entfernen. Auch wichtig, dass man nicht den Körper greift, weil die Zecke spuckt dann ihren ganzen Darminhalt in den Menschen hinein und dort sind natürlich auch die Krankheitskeime. Also das will man nicht, sondern direkt über der Haut greifen. Dann lässt man das zuschnappen und dreht dann diese Zeckenzange leicht in eine Richtung, welche ist völlig egal, meistens 2-3 Umdrehungen und dann kann man testen, ob die Zecke schon losgelassen hat, indem man so leicht hier zieht und wenn das klappt, dann hat die Zecke losgelassen. Wenn sie noch festhängt, dann nicht rupfen, sondern einfach noch ein bisschen weiter drehen und irgendwann lässt die Zecke dann los. Die Zecke lebt dann noch, das heißt, wenn man die Zecke dann auf den Tisch fallen lässt, dann muss man sie entsorgen, damit sie keinen weiteren Schaden anrichten kann. Ein weiteres Instrument ist hier so ein Zeckenschieber, den gibt es auch als Kreditkarte. Beide haben hier einen Schlitz und man geht hier über die Zecke so rüber, ganz langsam. Auch hier nicht mit zu viel Schwung, damit die Zecke nicht abreißt, sondern ganz langsam. Und oft lässt die Zecke dann auch schon los. Manchmal muss man es von mehreren Richtungen versuchen, bis die Zecke dann losgelassen hat. Hier ist es auch so, dass die Zecke dann noch nach der Entfernung weiter lebt. Zeckenstiche treten vor allem auf zwischen Mai und August. Das ist eine Zeit, in der man besonders vorsichtig sein sollte und sich auch immer wieder absuchen sollte, wenn man draußen gewesen ist. Wenn man die Zecke entfernt hat, dann sollte man die Zecke nicht einschicken in ein Labor, um zu gucken, ob sie infiziert war mit Borrelien. Denn selbst wenn die Zecke hier positiv getestet wird, heißt es nicht, dass man selber auch dann die Borreliose bekommt. Man sollte aber diesen Zeckenstich, diese Stelle, 4 Wochen lang beobachten, ob sich hier die Wanderröte entwickelt. Das heißt, ob hier dann eine Rötung, die manchmal auch so bläulich sein kann, sich entwickelt, die langsam größer wird. Tückisch ist, dass diese Rötung keinerlei Beschwerden verursacht. Also sie ist nicht schmerzhaft und juckt auch nicht. Es empfiehlt sich, dass man ein Foto macht, vielleicht auch mit einer größeren Übersicht von der Zeckenbissstelle. Dann kann man die Zone, wo die Zecke zugebissen hat, auch leichter wiederfinden und dann auch leichter kontrollieren. Macht sich dann noch einen Eintrag in den Kalender mit der Stelle und kann dann gucken innerhalb dieser 4 Wochen, ob sich hier was entwickelt. Wenn sich eine Rötung entwickelt, muss man schnell zum Arzt, der einem dann eine entsprechende Therapie aufschreibt. Ganz wichtig ist, dass man sich vor Zeckenstichen schützen kann. Und zwar lieben die Zecken eine feuchte, schattige Umgebung, also beispielsweise Flussauen, aber auch Wälder oder Gebüsch. Hier, wenn man sich hier aufhält, dann ist es wichtig, dass man entsprechende Kleidung trägt, also beispielsweise Gummistiefel oder Stiefel und die Socken über die Hosen zieht. Lange Hosen sind wichtig. Und wichtig ist auch zu wissen, wo man schauen muss, wenn man sich absucht. Bei Kindern ist es so, dass die Zecken sich oft
im Bereich des Kopfes, auch hinter den Ohren muss man gucken und im Halsbereich festsaugen. Bei Erwachsenen finden sie sich meistens im Bereich der Beine und der Leisten. Auch die Zecken, die ich persönlich gehabt habe, haben sich in der Kniekehle und in der Leiste befunden. Also hier muss man genau schauen, am besten mit einer Lupe. Zusätzlich kann man, wenn man sich in Zeckenzonen, in Zeckengefahrenzonen aufhält, die Kleidung mit sogenannten Repellenzien besprühen. Das sind Stoffe, die zum Beispiel Permethrin enthalten. Da kann man die Kleidung besprühen, aber auch die Haut. Und das hält die Zecken fern. Bitte posten Sie Ihre Kommentare hier unter diesem Video. Ich freue mich, von Ihnen zu lesen, was Sie bereits mit Zecken erlebt haben. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, wenn Sie es nicht schon gemacht haben. Geben Sie uns einen Daumen hoch und teilen Sie dieses Video auch gerne mit Menschen, von denen Sie denken, dass es Ihnen nützen kann. Viele Grüße aus Mainz, Ihr Dr. Robert Kasten.